Der Traum von dem Weisen vom Berg, eine Geschichte. In einem zerrissenen geistlichen Zustand, in dem meine Zweifel an die Menschlichkeit so groß war, dass mein Geist und mein Körper mit allem Kraft und Macht versuchte, etwas zu überwinden, was kein Mensch sich wagt, einen Bruchteil dessen wahrhaben zu wollen. Es war ein absurder Versuch, menschliches Unheil auf der Erde mit neuem Licht in einem heilen Welt zu verwandeln. Doch waren meine Kräfte erschöpft und ich war verzweifelt am Abgrund. Dann rief eine tiefe Stimme aus meinem Herzen und sagte zu mir: Schamal, kehre zurück zu dir. Hör auf, dich sehr zu zerstreuen. Schließe deine Augen und suche den Weisen vom Berg in dir. Dann habe ich bewusst in meinem Inneren den Weisen gesucht. Plötzlich erschien er vor mir am Hange des Berg Ararat. Er war ein uralter Mann, komplett weiß angezogen. Er hatte lange weiße Bart und Haare. Er hatte mir kurz in die Augen geblickt und gesagt: Mein Sohn, folge mir zu deinem wahren Schicksal. Ich bin ihm bis zum Gipfel des Berg Ararat gefolgt, wo er mich an den Schulter nahm und vor sich in Richtung der Sonne geschoben hat. Mit einer wahrhaftigen Stimme sagt er: Du hast mit deinem uralten Seele alles überwindet. Die Sintflut hast du deshalb öfters mal überlebt. Du bist mit göttlichen Macht und Liebe verwurzelt, obwohl du deine Kraft nicht ganz wahrnehmen kannst, weil die Menschen deine Wurzeln und deine Macht zerstören. Trotzdem versuchst du, die Menschen zu retten und neue Macht zu verleihen. Aber solange du versuchst, die Sintflut zu vermeiden und dagegen anzukämpfen, wird sie sich verzögern. Aber sie ist das einzige Mittel, deine Seele und die Verseuchung der Erde zu reinigen. In diesem Augenblick öffnete ich meinem Geist, meinem Herz und meine Arme. Dabei rief ich laut in Richtung der Sonne und sagte: Sintflut, du mächtige Heilskraft des klaren Lebens, du bist über allen Grenzen hinaus willkommen. Denn dann wurde ich durch eine gigantische Wasserwelle erfasst. Plötzlich leuchtete meine Seele wie ein Sonnenblitz auf die gesamte Erdoberfläche, wo es alles mit Wasser bedeckt war. Die Erde bekam einen himmlischen Orgasmus. Also begann eine leuchtende Epoche und neues Leben.